Schon als Junge war Thorsten Kapperer leidenschaftlicher Fußballer. Und das hat sich auch nicht gelegt, als er Theologie studierte und später anfing, als Pastoralreferent für die katholische Kirche in Unterfranken zu arbeiten. Im Gegenteil, Thorsten Kapperer hat es geschafft, beide Welten in einer Doktorarbeit zusammenzuführen. Also da schlagen echt zwei Herzen in meiner Brust und ich habe jetzt versucht, mal das Thema ein bisschen zu verbinden in meiner Promotion. Ich fühle mich ja so wirklich auch als Kämpfer für dieses Thema, um zu sagen, Mensch, ich habe da eine Idee, wie jeder, denke ich, der eine Promotion verfasst oder der ein Thema versucht hier stark zu machen, so versucht es ich und das freut mich erst mal. Auf 430 Seiten hat er zwei Jahre lang erörtert, was die Kirche vom Fußball lernen kann. Was heißt es dann, dieses Riesenphänomen, wo so viel Leidenschaft ist, wo so viel Leben ist, Woche für Woche, von der untersten Klasse bis in die Bundesliga, bis weltweit der Fußball, wo so viele Menschen da sind, die in Aktion sind, die bewegt sind, dann müssen wir als Kirche auch da sein, ganz klar. Thorsten Kapperer jedenfalls ist da. Ob als Nikolaus beim Adventssingen im Würzburger Kickerstadion oder als mittlerweile bundesweit gefragter Interviewpartner in Talkshows, wie im baden-württembergischen Alpha und Omega Magazin. Ich bin irgendwie auf seine Doktorarbeit gestoßen und fand das ein ganz spannendes Thema, dass jemand über Thema Fußball eine 600 Seiten dicke Doktorarbeit schreiben kann und damit seinen Doktor machen kann. Und habe ihn dann angerufen und gefragt, ob er kommen will und wusste auch, dass es ja bei uns in der Diözese auch interessante fußballbegeisterte Kirchenleute gibt, zum Beispiel den Weihbischof Thomas Maria Renz. Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Mischung, Fußball und Leidenschaft, jemanden aus Würzburg, der dann auch noch zufällig VfB Stuttgart-Fan ist und den Weihbischof in einer Sendung zu haben. So kam es, dass Thorsten Kapperer mit dem Stuttgarter Weihbischof im Fernsehstudio über Fußball plauderte. Alles in seiner Freizeit, aus persönlichem Engagement heraus. Denn er sieht, was sich Kirche vom Fußball abschauen kann. Es geht um Sprache etwa. Der Fußball drückt sich oft so aus, dass die Menschen verstehen. Also Fußball ist so eine Sprache, die jeder, aber unglaublich viele Menschen einfach verstehen. Da glaube ich, tun wir als Kirche manches Mal. Bei allem Bemühen, das wir auch haben, aber wir tun uns da noch zu oft, glaube ich, schwer. Es geht um Ästhetik, wenn man die Bilder sieht in so einem Fußballstadion. Das ist ja voll von Bildern. Und wir sind halt in einer Welt, in der zählen viel Bilder. Wir haben in der Kirche, glaube ich, noch viel Texte mit guten Gedanken. Überhaupt keine Frage. Nur die Bilder sehen wir da manchmal noch etwas zu wenig. Das sind so zwei Punkte, wo die Kirche ganz gut lernen, glaube ich, noch kann vom Fußball. Beim Stuttgarter Weihbischof jedenfalls kam seine Botschaft schon mal an. Also ich könnte mir vorstellen, bei Jugendlichen zum Beispiel, also als Weihbischof habe ich viele Firmengottesdienste und komme ständig mit Jugendlichen in dem Alter 14, 15, 16 zusammen und da sind viele fußballbegeistert. Wenn ich mit denen bei der Firmung ins Gespräch komme, dann ist klar, 70-80% spielen Fußball oder sind fußballbegeistert. Und da glaube ich, wäre das eine gute Möglichkeit, die Schnittstelle mal genauer anzugucken. Ich glaube, dass das auch ein Anliegen dieser Doktorarbeit ist. Ich war früher auch Ministrant und zugleich Fußball begeistert. Ich glaube, diese Kombination, kirchlich engagiert in der Jugendarbeit und zugleich im Sportverein, kann ja auch Handball oder Basketball sein oder noch eine andere Sportart. Der Hobbyfußballer hat bereits Ideen, wie er als Pastoralreferent den glühenden Funken des Fußballs auf eine religiöse Haltung überspringen lassen kann. Also so im wissenschaftlichen Bereich können das einfach Seminare sein, die man anbietet oder Vorträge zu dem Thema. Und ganz konkret im pastoral-praktischen Bereich möchte ich jetzt demnächst dort, wo ich bin, im Raum Gemünden, so Fußball-Workshops mal versuchen anzubieten, wo ich einfach zu den Vereinen komme, Training mache mit den Kindern, mit den Jugendlichen, die Fußball eh schon spielen. Und dann bei dem Training einfach nochmal versuche, ein bisschen so Soft Skills, wie man sagt, wie Teamfähigkeit oder Kooperationsfähigkeit, dann im Training versuchen, möglichst spielerisch zu vermitteln und mich dabei eben der Sprache des Fußballs zu bedienen, in der Hoffnung, dass dann ein paar Impulse vielleicht ankommen, die sagen, beim Fußball geht es nicht nur um die technischen Fertigkeiten, wie der Pass gespielt wird, wie der Kopfball gestoßen wird, sondern es ist ein Mannschaftssport und das kann man ja auch dann beim Training ganz gut versuchen zu vermitteln. Um auch glaubwürdig zu sein, muss Thorsten Kapperer natürlich immer am Ball bleiben.